So ein kleines Ergänzungsvideo zum letzten Video. Und zwar war das letzte Video ja so ein bisschen High Carb angehaucht und die Ergänzung ist jetzt halt der ausbalancierende Anteil der intuitiven Ernährung. Wie gesagt, finde ich halt so eine Balance aus Verstand und Intuition so das Beste. Ich habe halt gemerkt und merke es auch bei vielen, dass es nicht zum Ziel führt, wenn man halt, sag ich mal, extremistisch nur auf die Verstandesebene achtet, aber auch umgekehrt ist nicht dauerhaft funktioniert, wenn man halt nur auf die intuitive Seite achtet. Das sollte eigentlich immer so eine Balance sein und da ist es so, zum letzten Video, da hatte ich ja gesagt, dass es eine sehr gute Idee sein kann, in einer Mahlzeit so viel Obst, also sehr viel Obst zu essen, auch wenn man da halt so eine natürliche Sperre hat, weil wir halt nicht im natürlichen Zustand sind, dass es da halt dann oft besser ist, dann trotzdem mehr von dem Obst zu essen oder vom Saft zu trinken, oder weil wir uns danach halt deutlich energetischer fühlen. Zumindest morgens oder halt als erste Mahlzeit. Ja, wenn man halt wirklich krassen Hunger hat und so weiter, dann bringt das auf keinen Fall was. Das ist die erste Ergänzung. Weil Obst sättigt nicht wirklich. Obst ist auch nicht dazu da, um zu sättigen. Weil Hunger ist ja was Unnatürliches. Und Obst ist unser natürlichstes Lebensmittel. Und natürlich sättigt es nicht, weil es gar nicht so einprogrammiert ist für den Menschen, dass überhaupt es Hunger hat. Es gibt unmögliche oder unzählige andere unzählige andere Gründe, warum Menschen und Tiere essen, aber es ist im Prinzip nicht in erster Linie der Hunger gewesen. Es ist ein Regulationsmittel, das ist jetzt aber ein anderes Thema. Also es macht in vielen Fällen Sinn zu essen, aber der Hunger ist eine Krankheit und nicht natürlich und deswegen kann man den auch nicht durch ein natürliches Lebensmittel, was für uns designed ist, bekämpfen. Man kann es mit Wildkräutern und so weiter und dunklen Blattgemüse machen. Aber diese zähle ich eigentlich auch nicht zu unserer natürlichen Ernährung, sondern eigentlich, wie nennt man das? Auf Englisch heißt es Tender. Das heißt irgendwie sanft, aber ich kann es ja nicht sagen, sanftes Salat oder so. Auf jeden Fall zart, genau. Zarte Salatblätter, also zarte Salatblätter, das ist halt so was, und eventuell ein paar Nüsse, das ist halt so mit den Früchten. Nüsse sind ja auch quasi Früchte. Nur halt härter, dehydriert und so weiter. Hängen auch an Bäumen. Das ist so halt die natürliche Ernährung und damit kann man eigentlich nicht satt werden, außer man isst halt ganz, ganz viele Nüsse, was auch wieder nicht der Natur entsprechend ist. Oder halt auch 2-3 Kilo Salat, wie das Gorillas machen, aber wir sind keine Gorillas. Die essen, glaube ich, sogar 30 Kilo oder so. Ja. Aber die essen es halt auch als Regulationsmittel im Endeffekt. Ja. Deswegen ist Obst nicht dafür geeignet, um sich satt zu essen. Es soll eigentlich dazu dienen, dass man zumindest die erste Mahlzeit damit ersetzt. Also viele haben morgens halt nicht so einen großen Hunger, weil eigentlich ist der Körper darauf programmiert, morgens zu entgiften, weil wir durch den Schlaf halt die längste Zeit hatten, wo der Körper gefastet hat. Und dadurch, dass wir dann entgiften, haben wir dann eigentlich nicht so... Ja, also wir sind eigentlich so ein bisschen darauf programmiert, dass wir das morgens eigentlich laufen lassen, so ein bisschen die Entgiftung, und halt nicht sofort wieder durch Essen stoppen. Aber wenn man halt sehr heftig vergiftet ist, dann hat man natürlich morgens auch schon so einen Hungerast. Auf jeden Fall geht es morgens oder halt als erste Mahlzeit, wenn man halt Intermittent Fasting macht, sehr, sehr gut mit dem Obst, um einfach energetisch zu bleiben, nicht um sich zu sättigen. Das ist halt auch ganz gut so, dass man über den Tag halt in Anführungszeichen levitiert, dass man leicht bleibt und so weiter und energetisch bleibt. Und das kann man mit Obst halt am besten und das gibt halt nochmal halt so die Stimulation, um halt mehr zu tun. Aber wenn man halt wirklich so eine Sättigung sucht und so weiter, dann kann man das mal mit grünen Smoothies probieren. Aber zur Sättigung ist halt eher so Gemüse, gedünstetes Gemüse, deutlich besser. Gedünstetes Gemüse, auch vielleicht mal Kartoffeln dabei oder halt zur Not
Pseudogetreide, gekeimtes Getreide oder halt so Getreide. Das ist, und halt auch Fette. Man kann auch statt Getreide erstmal so irgendwie Rohkostfette versuchen, ob einem das gut tut. Also Nüsse und Avocados zum Beispiel. Ob einem das besser tut. Vielleicht sogar eventuell Olivenöl irgendwo beigeben. Ja, das ist eher so zur Sättigung. Und deswegen ist das Ganze halt auch sehr individuell, weil halt diese Hungergefühle an individuellen Zeitpunkten auftreten und auch individuell stark ausgeprägt sind und das auch sehr, sehr viel mit dem eigenen Geist zu tun hat, wie viel man sozusagen, ja, das ist extrem individuell vom Geist, weil letztendlich leben wir halt ja so nicht vom Essen, sondern von uns selber. Und das heißt, unser Geist ist eigentlich das letztlich Allentscheidende. Und deswegen kann ich da auch keine allgemeinen, ja, Tipps geben, sondern nur Inspiration und vielleicht halt ein bisschen, ja, ein bisschen zum Verständnis beitragen, wie Dinge laufen könnten. Oder wie kann ich es besser noch ausdrücken? Ihr wisst wahrscheinlich sowieso schon, was ich meine. Ja, ich kann gerade nicht nachdenken irgendwie. Ja, ich möchte einfach nur irgendwie dazu beitragen, dass man sich inspiriert fühlt oder halt, dass man durch neue Zusammenhänge irgendwie erkennt, also für sich selber erkennen kann. Und dass die Dinge eventuell nicht so sind, wie man sie vielleicht immer gedacht hatte und auch propagiert werden. Ja, und dass man halt für sich selber dann halt die Dinge rausfinden muss. Also in gewissen Rahmen gibt es halt, wie gesagt, ein paar Gesetze, aber letztendlich steht unser Geist über all dem, besonders wenn er halt befreit ist. Dann, also je stärker der Geist ist, desto weniger ist Ernährung, sage ich mal, wichtig. Desto weniger ist halt alles Physische wichtig, aber da ist eigentlich fast niemand in diesem Status, aber es gibt halt doch Unterschiede zwischen den Menschen. Und da gibt es halt welche, die dann ja ziemlich viel essen und so weiter und trotzdem immer glücklich bleiben und befreit dabei bleiben. Das ist natürlich eher die Ausnahme. Aber so ist es auch, dass halt gewisse Leute gekochtes überhaupt nicht vertragen, wo ich auch immer dazu gehört habe, manche aber schon. Das ist einfach, hängt einfach mit dem Geist zusammen. Wir leben halt von unserem Geist und wenn wir halt selber sehr stark Energie generieren, besonders wenn wir halt ja, so stelle ich mir das halt auch vor. So ist das wahrscheinlich auch bei zum Beispiel Russell Forlan, die extrem, also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern allgemein extrem diese Sache unterstützen und vorantreiben. Die haben da einfach dann so ein, ja, so ein inneres Feuer, auch was Gutes zu tun und so weiter. Und davon ernähren die sich dann und dann können die die negativen Effekte der gekochten Speisen ohne Probleme verbiegen, weil die einfach so eine starke Energie aus sich selber generieren und die so leidenschaftlich dabei sind, dass sie damit auch besser fahren können als einige Rohkoster, die halt vielleicht ja durch die Rohkost total entspannt werden und dann auch gar nicht mehr so einen Sinn darin zu sehen, andere zu, sage ich mal, ja zu nicht missionieren. Ja, aber dann halt nicht mehr so den Drang zu haben, halt sich denken, ja, es ist alles gut, wie es ist. Man kann anderen Leuten versuchen zu helfen und so weiter, aber ich gehe erstmal meinen Weg und so weiter und chillen dann halt eher, sage ich mal. Und wenn die dann wieder gekochtes essen würden, haben die halt viel deutlichere Probleme mit, außer die haben halt natürlich andere Dinge, die sie ebenso vor die Stimme. Aber man muss, glaube ich, schon so ein leidenschaftliches Feuer in sich haben, egal wofür, auch wenn das halt irgendein Hobby ist oder irgendwas, um gekochte Nahrung auf Dauer so sehr zu verbiegen, dass man damit halt dauerhaft gesund bleiben kann. Aber ich denke mal so nach 20, 30, 40 Jahren sammeln sich ja trotzdem dann so viel Gifte irgendwann an, wenn man halt zumindest nicht regelmäßig fastet oder Rohkostphasen macht, dass man trotzdem dann daran irgendwann ja, zugrunde geht, dass es einfach irgendwann zu viel wird. Aber wenn man halt das Wissen darum hat und sich dann trotzdem für Kochnahrung entscheidet und das für einen super funktioniert und man ab und zu fastet und so weiter, dann kann man es natürlich viel besser umgehen, als wenn man halt das Wissen und die Erfahrung nicht hat. Aber wie gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das halt
mit dem Obst, was ich im letzten Video gesagt habe, nicht unbedingt funktionieren muss. Weil im Prinzip ist Ernährung sehr einfach. Einfach rohes Obst und Gemüse. Aber der Hunger, der macht es kompliziert. Also unsere ganzen Vergiftungen, die machen das extrem kompliziert, was jetzt genau, wann und wie, in welcher Menge das Optimale ist. Und es macht auch nicht unbedingt immer einen Sinn, das nach dem Optimalen zu streben, sondern einfach nach dem, was halt jetzt ganz gut funktioniert. Und dann wird es automatisch mit der Zeit besser, ohne dass man halt sich irgendeinen Stress machen müsste oder zu viel überlegen müsste. Und wie gesagt, der eigene Geist, der ist Nummer eins überhaupt, ist das Wichtige. Und da kann man halt nicht einfach in jeden reingucken und dann halt wissen, aha, so ist es. Besonders halt jetzt, wenn ich halt hier so Videos mache, dann kann ich ja meine Zuschauer, die kenne ich ja nicht, halt ein paar schon. Aber deswegen kann ich dann auch keine allgemeingültigen Tipps geben, sondern nur Inspiration. Und wenn mich dann auch jemand fragt, ja, soll ich das oder das oder das machen, ist das das Beste, kann ich da auch nie wirklich exakt darauf antworten, weil das Beste für eine Allgemeinheit gibt es halt nicht. Außer, also da gibt es auch wieder sozusagen eine Ausnahme, auch das, dass die Dinge nicht feststehen, steht nicht fest. Denn es gibt halt so ein, sag ich mal, Einheitsgeist, so eine Matrix sozusagen, die um den Planeten gespannt ist, oder wie man das auch immer, auf jeden Fall so ein Einheitsdenken, und wenn, je mehr man in dieser Einheit sozusagen drin ist, desto mehr wirken auch dieselben Effekte und Programmierungen, Naturgesetze auf einen selber, wenn man sich dann halt so in dieser Einheit, sage ich mal, befindet. Ja. Aber je mehr man davon raustritt und der eigene Geist halt bestimmt und nicht dieser Einheitsgeist, desto weniger affektieren auch diese Dinge einen selber. Und wenn man jetzt auch zum Beispiel in irgendeiner veganen Szene ist, wo es dann wiederum Einheitsgeist ist, gibt, dann wird man davon auch wieder bestimmt, und dann sind gewisse Sachen dann auch wieder wahr für einen. Aber das ist dann halt der eigene Geist, der dann halt wieder daran glaubt, und deswegen wird das dann halt insgesamt wahr. Das sind halt immer so die Dinge. Und deswegen ist das alles sehr individuell. Und deswegen kann ich halt, wie gesagt, nur Inspiration geben und sagen, probiert es aus, wie ich es im letzten Video im Titel ja auch vermerkt habe. Also ich merke das halt auch manchmal, wenn ich dann halt irgendwie die 2 Liter Obstsaft oder sowas trinke, dass ich danach irgendwie doch keine Energie habe, weil mir das irgendwie gerade gar nicht geschmeckt hat. Das kann eine Sache sein. Oder weil ich das irgendwie halt gar nicht gebraucht hatte, sondern einfach nur so getrunken habe, weil ich dachte, ja, hätte jetzt ganz gerne Energie oder so. Aber letztendlich kommt die Energie ja nicht von dem Saft selber. Und dann fühle ich mich danach überhaupt nicht energetisch, obwohl das ja eigentlich hätte sein müssen. Also es ist halt immer sehr unterschiedlich, und da muss man halt auch eine gewisse Experimentierfreude mit sich bringen, aber auch stark halt auf sein Gefühl achten. Gleichzeitig aber auch halt ein bisschen den Verstand verwenden, also dass da so eine Balance besteht. Das wollte ich da kurz zu sagen. Ciao.